Bip-bip-bip-bip-bup. Faye, hier suchen bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Zuchtlabor. Halt, warte doch! Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Meine Güte, überall diese roten Lichter. Das sind Bomben. Bent, wir müssen hier weg. Ruhe bewahren, Faye. Wir haben es fast geschafft. Wir werden alle draufgehen. Sicherheitstür, mach auf. Können wir die nicht entschärfen? Mein Gott. Kommst du jetzt? Sie kennen. Dann sterben wir hier. Alpha Terminal? Das Terminal, Bent. Das lässt sich denn keine Tür hier normal öffnen? Nö. Hightech vom Feinsten. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Ach, und das müssen wir jetzt wirklich haben. 1, 2, 3, 4, 5. Das Passwort war leider falsch. Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist, ich habe ihn vergessen. Da steht nur ihr Name. Dr. Lissa Hinrichs. Ja, du solltest dich eventuell dran erinnern. Ich setze hier keinen Fuß. Wie könnte das Passwort lauten? Keine Chance. Die Proben wurden restlos vernichtet. Ja, damit haben wir ja auch noch nichts gemacht mit dem Wasserspender. Ach, jetzt kommen wir auch an den Schreibtisch. Nichts. Nicht mal eine Petrischale. Irgendwas muss da aber sein. Mist. Kein einziges verirrtes Reagenzglas. Nur Papierkram. Wäre die grüne Soße Algenbrühe, wären wir jetzt aus dem Schneider. Ja, hat da jetzt einer was reingelegt? Wir brauchen das Passwort. Leer. Komplett. Ist ja nur ein Schrank. Warum sollte da was drin sein? Genau. Geht das? Ja. Was zum... Ah. Ja, okay. Bent, du machst mir Angst. Elvis war der Name unserer allerersten Algenkultur. Lissa hat das Glas präpariert, sodass sich die Alge in den Buchstaben abgelagert hat. Elvis. Wie konnte ich den Namen nur vergessen? Weiß ich nicht. Jetzt brauchen wir es nicht mehr, jetzt wissen wir das Passwort. Die lassen sich auch alle Zeit. Hier überall Bomben, aber wir gehen ganz gemütlich dahin. So. L. Bis. Passwort korrekt. Ha. Warnung. Sicherheitsstufe B aktiv. Zugang wurde verweigert. Ah. Was? Ist es kaputt? Nein, nein. Ist okay. Alles in Ordnung. Faye, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir müssen zu den Terminals am Eingang und beide gleichzeitig aktivieren. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Alles klar? Gut. Warum glaubst du so sehr an die Alge? Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Du riskierst gerade dein Leben für etwas, an das niemand mehr glaubt. Warum? Wir stehen hier umringt von Sprengsätzen und Sie fangen an, mir blöde Fragen zu stellen. Wenn es so eine blöde Frage ist, dann sollte es dir leicht fallen, sie zu beantworten. Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft. Das waren Ihre Worte. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber rein hypothetisch. Was ist, wenn der Svensson nicht von Ben Svensson kommt? Ob er jetzt von mir, meinem Sohn oder meiner Urgroßenkelin kommt, ist mir gerade völlig Schnurz. Ist es nicht. Wir wissen nicht, ob dein Sohn noch lebt. Und wenn du jetzt auch noch stirbst, dann ist das Wissen über den Svensson für immer verloren. Du bist wichtiger als das, was du geschaffen hast.
Wenn wir jetzt aufgeben, wäre Lissas Tod umsonst gewesen. Lissas Tod war umsonst, genau wie Nigel und alle meine Freunde umsonst gestorben sind. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen. Der Phönixplan wird immer mehr zu einem Himmelfahrtskommando. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Halt die Klappe. Ich bin also der Einzige, der an meine Technologie glaubt. Was ist mit den Investoren von heute Mittag? Sie waren erst überzeugt, nachdem du die Präsentation manipuliert hast. Sie wissen davon? Die ganze Bohrinsel weiß davon. Keiner glaubt mehr an deine Forschung. Doch, der Bombenlehrer. Glauben? Meine Fresse. Hören Sie zu. Es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Glauben wollen. Ich will nicht glauben. Nicht an das, woran alle immer ungefragt geglaubt haben. Ich will nicht glauben, dass Atomkraft die einfachste Lösung ist. Oder Erdöl ohne Alternative. Meine Güte, Faye. Erdöl ist nichts anderes als abgestorbene Algenmasse, die gut brennt. Wenn die Menschheit es schafft, sich eine ganze Welt aus Schmiermittel zu bauen, dann könnten sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen, was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. So, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay, Bent? Was ist noch? Ach, nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Egal, was passiert. Oh, danke. Verlieben die sich jetzt auch noch? Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, der Musik. Dann bei drei. Eins, zwei, drei. Und jetzt ist da drin auch alles kaputt. Nein? Gleich haben wir es. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Oh oh. Dr. Svensson, Miss Faye, oder wie auch immer Sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Du hast die Eisenstange, zieh sie ihm über. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Nein. Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen. Doch. Stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Verräter. Wie kannst du diesen Mördern helfen? Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Oh oh. Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson, Miss Faye. Was war das? Er hat die Haube zerschossen. Die Haube ist jetzt unser geringstes Problem. Er hat uns eingeschlossen. Nur die Ruhe. Ich bekomme das schon hin. Das ist gut. Was haben wir hier? Mach an. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Schlauch. Da haben wir noch so ein Ding. Der Tank ist oben. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Tja, wie machen wir das jetzt? Drücken wir mal einfach nur den Knopf. Diese Musik. Ja. Der Algencontainer blockiert die Tür. Ich komme von hier aus nicht ran.
Mit dem Schlauch? So ein Schmarrn. Runter können wir nicht. Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Ja, dann fahre ich noch ein. Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Hä? Hast doch gerade gesagt, geht nur, wenn er eingefahren ist. Der Ablauf ist strikt geregelt. Erst kommt die Haube an den Kryotank, dann der Schlauch. Aber da die Haube völlig hinüber ist, wird auch das nicht mehr funktionieren. Ja, und wie soll das dann funktionieren? Ah. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. So? Ich kann den Schlauch... Was soll das denn? Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Wieder hoch. Der Schlauch lässt sich... So, und jetzt? Jetzt fährst du das Ding wieder runter. Verbinden. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. So? Geht doch. Das ist die Füllsch... Jetzt muss ich sie nur noch abschöpfen. Da ist das Kontrollpad. Ohne eine Verbindung zu einem tragbaren Container wird die Alge über den Boden verteilt und dann war... Aber hier gibt's doch gar nichts. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu impro... Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Ja, wir brauchen jetzt noch so ein Teil. Ich komme von hier aus nicht ran. Diese Musik... So ein Käse. ...regt mich auf. Nein, der Schlauch würde zerreißen. Ohne eine Verbindung zu einem tragbaren Container wird die Alge über den Boden verteilt und dann war's das. Ja, nur wie sollen wir das jetzt ändern? Nein, das haben wir... Ja, ja. Kennen wir doch jetzt. In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Wir haben doch sonst nichts. Der Algencontainer blockiert die... Ja, aber das Teil bräuchten wir doch jetzt. Könnte passen. Ha! Ha! Erstmal weg mit der Stange. Jetzt ja. Müsste es gehen. Jetzt können wir den noch bestimmt mitnehmen. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. Packen wir in die Tasche. Ah, diese Musik. Nein. In den... Gleich haben wir's. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir's wirklich. Faye, wir haben die Alge. Jetzt raus wie weg hier.